Kennst du das Gefühl, wenn der Lärm von nebenan einfach zu viel wird? Hier sind ein paar Tipps, wie du mit dieser Situation umgehen kannst. Hi, mein Name ist Christina Gellert, ich bin angehende Fachanwältin für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Zuerst einmal, sprich direkt mit deinem Nachbarn. Vielleicht wissen sie nicht einmal, dass ihr Lärm dich stört. Ein freundliches Gespräch kann wirklich Wunder wirken. Zeige Verständnis für ihre Sichtweise und versuche, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Manchmal sind sich Menschen ihrer Lärmbelästigung nicht bewusst und eine offene Kommunikation kann das Problembewusstsein schärfen. Wenn das nicht hilft, schau mal nach lokalen Vorschriften oder Hausregeln zum Thema Lärmbelästigung. Vielleicht gibt es klare Regelungen, die du ansprechen kannst. Informiere dich gut darüber und teile die Infos auch deinen Nachbarn mit. Eine sachliche Darlegung der Regeln kann dazu beitragen, das Verständnis für die Problematik zu vertiefen und gemeinsame Vereinbarungen zu finden. Ein Lärmprotokoll ist ebenfalls nützlich. Halte fest, wann der Lärm besonders störend ist und wie er dich beeinflusst. Das kann später als Beweismittel dienen. Dokumentiere nicht nur die Tage und den Zeitraum, sondern auch die Art des Lärms, um die Situation so präzise wie möglich zu beschreiben. Es kann auch hilfreich sein, wenn du im Protokoll Freunde oder Verwandte als Zeugen für einzelne Vorfälle benennen darfst. Dieses Protokoll kann auch bei der Kommunikation mit den Behörden oder dem Vermieter von Nutzen sein. Wenn wirklich nichts hilft, zögere nicht, die örtliche Polizei oder deinen Vermieter einzuschalten. Es gibt Regeln, die den Lärmpegel begrenzen und in schweren Fällen können Behörden eingreifen. Sei bereit, konkrete Beispiele aus deinem Lärmprotokoll vorzulegen, um die Ernsthaftigkeit der Situation zu verdeutlichen. Die Einbeziehung von Dritten kann oft dazu beitragen, eine Lösung herbeizuführen. Denk daran, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Ein respektvoller Ton kann die Chancen auf eine positive Lösung erhöhen. Halte im Auge, dass das Ziel darin besteht, eine friedliche Nachbarschaft aufrechtzuerhalten und suche aktiv nach Kompromissen, die beiden Parteien entgegenkommen. Lässt dein Nachbar partout nicht mit sich reden, kann dein Vermieter eine Abmahnung aussprechen. Sogar eine Kündigung wegen Störung des Hausfriedens käme in Betracht. Auch wäre eine Mietminderung möglich. Jedoch sind solche Verfahren mitunter sehr zeitintensiv und mit Beweisproblemen verbunden, sodass diese Wege nur im äußersten Notfall gewählt werden sollten. Habt ihr Erfahrungen mit lauten Nachbarn gemacht? Wie seid ihr damit umgegangen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.